Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, die 12 zum Gruße zu einem weiteren Teil von Let's Play Das Schwarze Auge Sternenschweif, der zweite Teil der Nordland-Trilogie. Und im letzten Teil ist mir leider was bei der Aufnahme passiert. Die ist nämlich abgestürzt. Aber ich habe mir auch gedacht, das Einzige, was ich gemacht habe, war in etwa eine Viertelstunde zu reisen auf dieser Karte hier. Und das kann ich auch eigentlich überspringen, denn wirklich was Wichtiges ist nicht passiert. Insofern bitte ich euch um Verzeihung, dass wir in den Part 6 ist das jetzt, glaube ich, mit ein paar Problemen starten. Mein Programm hat mir da schon mehrfach Probleme gemacht, deswegen habe ich auch beispielsweise Part 5 nochmal neu aufnehmen müssen und Part 4 gab es auch schon Probleme. Und bei Part 6 und Part 7, das ist also der Teil, den ihr jetzt seht und der Teil, den ihr das nächste Mal sehen werdet, ist mir die Aufnahme auch wieder abgestürzt oder es gab irgendein anderes Problem, weshalb ich die Datei nicht speichern konnte und jetzt habe ich gedacht, komm, mach es halt doch wieder mit Fraps. Ist zwar scheiße, aber dann weißt du halt auch wenigstens warum. Okay. Wir haben schon die ersten Zwergenstädte hier in den Ausläufern der Berge erreicht. Das war eigentlich unser Weg, führte uns Richtung Süden und dort haben wir einen Wanderer getroffen. Handor vermutet, es ist ein Druide gewesen, der uns davon erzählt hat, dass es hier im Süden Steinbehausungen gibt, also Behausungen, die in den Felsen geschlagen wurden. Das wollten wir uns doch gerne mal angucken und Kurglim wusste natürlich sofort, worum es geht. Und hat uns quasi eingeladen, mit ihm zusammen einen Besuch beim kleinen Volk zu machen. Und ich meine jetzt nicht die Halblinge. So. Okay, hier sind wir also. Wir stehen wieder zwischen den niedrigen, in den Fels geschlagenen Wohnungen. Wollt ihr den Tempel des Zwergen- und Schmiedegottes betreten? Das ist dann in Ingerim Tempel. Es ist ja ein Angrosch-Heiligtum. Also die Zwerge nennen ihren Gott hier Angrosch. Den habe ich aber schon besucht und gespendet haben wir auch schon. Die Herberge müssen wir nicht aufsuchen, denn da komme ich quasi auch gerade her. Ihr seht, es ist noch früh am Tag. Wir könnten zum Schmied laufen und fragen, ob der irgendwelche Sachen für uns ausbessert. Das müssen wir aber nicht machen, das haben wir in Gashok eigentlich schon gemacht. Und deswegen werden wir die Leute vom kleinen Volk in ihrem Dorf zurücklassen. Und weiter marschieren. Wir könnten jetzt Richtung Norden oder Richtung Westen. Wir versuchen es mal in Richtung Westen. Und marschieren etwas weiter an den Gebirgsaufläufern vorbei. Na, dann laufen wir mal hier hin und suchen uns einen Lagerplatz. Es gibt ja jetzt praktischerweise diese Option hier, vorherige Option. Und das heißt dann, Zardine sucht Kräuter, Kailana geht jagen, Andrea Kuglim und Streitwart wachen. Und Handor ist der einzige Faulpelz, der nichts machen muss. Der kann auch keine Wunden heilen und nichts, also insofern sehr, sehr interessant. Ja, wir könnten jetzt weiter Richtung Süden marschieren. Oder in diese Richtung. Ich würde sagen, wir marschieren mal Richtung Süden, noch ein bisschen in die Berge. Es gibt also hier eben diese Finsterkoppenbinge. Also die Finsterkoppen ist das. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein super dramatischer Name. So heißt einfach das Gebirge, in dem wir uns gerade befinden. Und. Aha, hier haben wir doch was. Der Pfad führt weiter in eine Schlucht, deren Wände recht steil ansteigen. Voranzukommen, weil von den Seiten Geröll und Steine auf den Weg gerutscht sind. Schnell zurück, brüllt Andrea und macht auf dem Absatz kehrt. Reflexartig dreht ihr euch um und rennt los. Hinter euch stürzen von oben gewaltige Stein- und Geröllmassen in die Schlucht und verschütten den Weg. Der Lawine seid ihr glücklich entkommen. Doch bleibt euch nur noch der Weg zurück. Oh. Okay. Aber seien wir froh, dass keiner von uns irgendwie ums Leben gekommen ist und Kurglim spricht ein kurzes Angroschgebet und dann opfern wir ihm im nächsten Tempel wieder. Wir könnten auch Avis opfern, aber Avis Tempel, also Avis, der Gott der Reisenden quasi, den gibt es ja hier leider noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wurde der erst mit dem Vierer-Regelsystem eingeführt oder so, es kann also auch sein.
Aber ja, also ansonsten würden wir dem opfern, wenn es halt ginge. Ihr befindet euch nun im Gebirge und es gibt einige Stellen, an denen ein unbedachter Fehltritt das Ende bedeuten könnte. Wollt ihr einfach weitergehen oder euch anseilen? Wir haben ja extra ein Seil dabei. So, es geht weiter nach Osten oder es geht noch weiter nach Südwesten. Da versuchen wir es mal. Aha. An einer besonders schmalen Stelle, wo es auch noch schwindelerregend steil zu einer Seite abfällt, steht mitten auf dem Weg ein Steinbock, der euch misstrauisch beäugt und sich weder durch Zurufen noch durch heftiges Armwedeln beeindrucken lässt. Wollt ihr umdrehen, ihm eins auf die Nase geben oder ihm etwas zu fressen hinwerfen? Wie wäre es denn damit? Was mögen die denn am besten? Wer hat denn die Lakritze? Ich glaube Handor, du kannst ihm doch mal so einen Lakritz dahin werfen. Könnt ihr auch das Dokument des Bannstrahlordens immer? Nein. Schnellzaubertrank, Raunenschwindel, Schreibzeugrezeptbuch. Immer gerade, Moment. Wir wollen ihm etwas zu fressen. Wer hat das die Zerdine? Wer hat denn die Lakritze? Proviantpaket wird nicht funktionieren, denke ich. Es muss schon irgendwas sein, was als süß irgendwie gelten kann. Da ist es doch hier, Lakritze. Nicht minder misstrauisch als bisher beschnuppert das Tier eure Gabe, um sie dann vorsichtig in das Maul zu nehmen. Und nun bietet sich euch die einmalige Gelegenheit, einem Steinbock zuzusehen, der gerade seine verklebten Zähne wieder zu lösen versucht. Er hingegen findet das überhaupt nicht amüsant und nachdem es ihm endlich gelungen ist, trollt er sich empört. Die nächste Kreuzung erreicht und muss hier weiter Richtung Süden. Wir suchen einen Lagerplatz. Warum hatte Handor eigentlich nicht die Lakritze? Weil der so viel Zeug schon hat oder weil Kailana so ein Naschmäulchen ist? Gibt es doch mal Handor. Und gibt es Dokument des Bannstrahlordens? Am besten nicht dem Magier, sondern gibt es mal dem Krieger. Also Streitwart, der hier eben auch mit Autorität und einen gewissen Ruf auftreten kann. Ja, dann ess doch mal gerade alle was. Der Streitwart, der hat so viel Essen dabei. Aber die Zerdine braucht das eigentlich gar nicht, ne? Die wird wahrscheinlich immer dicker, weil ich die Proviantpakete hier in den Mund stopfe. Naja. Okay, dann benutzen wir einfach nochmal die alte Option. Und reisen weiter. Wir marschieren mal weiter am Gebirge entlang. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo diese Finsterkoppenbinge ist. Was warst du gerade? Was habe ich denn jetzt weggeworfen? Gar nichts, ne? Oder? Ich habe ja immer irgendwie Angst, dass ich irgendwas Wichtiges weggeworfen haben könnte. Aber ich glaube nicht, ne? Muss ich ansonsten nachher nochmal gucken. Ja, geil, Alter, komm hier, du kannst mir auch noch was essen. Gerade die Aufnahmen ein bisschen geruckelt, eieiei. Das sind, glaube ich, auch nicht so die besten Voraussetzungen mal wieder. Streitwart weg, Kailana. Was ist denn los? Fragt Kailana noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe etwas gehört, antwortet Streitwart. Obwohl ihr aufmerksam die Umgebung eures Lagers beobachtet, könnt ihr nichts Gefährliches entdecken. Es werden wohl bloß irgendwelche Tiere gewesen sein. Streitwart. Oha, und es gewittert auch noch in den Bergen. Es ist sehr cool, dass die Reiselandschaft hier so dargestellt ist und auch hier unser Reisetempo und so. Sehr cool gemacht. Ein steiler Pfad führt in westlicher Richtung den Berg hinauf. Oben erkennt ihr ein paar Höhlen. Dann gehen wir doch mal nach Westen, hä? Ihr habt die Stadt erreicht. Hahaha, wollt ihr sie betreten? Ja, natürlich. Und Kurglim sagt erstmal, Platz da, ich bin der, nicht der Landvogt, aber der Zwerg. Und jetzt muss natürlich Kurglim die Truppe anführen. Es ist jetzt aus spielerischen Gründen natürlich verlockend, hier in der Stadt rumzulaufen, aber
also in dieser Stadt, wie wir sie jetzt sehen, gibt es eigentlich überhaupt nichts Sehenswertes. Ich werde die also nicht komplett erkunden, aber halt mal so ein bisschen hier euch die Gebäude zeigen. Kurklim fachsimpelt natürlich ein bisschen über die zwergische Bauweise, die hier natürlich in diesem Spiel mit immerhin ein paar neuen Fassaden zur Geltung gebracht wurde. Es gibt, glaube ich, noch nicht mal einen Händler hier in dieser Vorderstadt. Also das ist jetzt gerade so die Stadt vor der Finsterkoppenbinge. Einen Schmied gibt es natürlich hier. Da können wir mal gerade schauen. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir verbessern könnten. Ogrim, Sohn des Olgosch. Die Waffen und Rüstung der Helden sind allesamt in Ordnung. Okay, gut. Dann sagen wir nur kurz Hallo. Und reden mal mit ihm. Sieh einer an, kleine Riesen. wir grüßen ihn erstmal. Angrosch zum Gruß, wackerer Schmied. Erzähl uns da etwas über die Schmiedekunst. Das ist keine Kunst, sondern ein Handwerk. Und zwar ein besonderes. Nichts anderes wollten wir zum Ausdruck bringen, guter Mann. Was wisst ihr denn über die Zwergenbinge? Das fragt ihr ausgerechnet mich. Ja, natürlich, sie wohnen doch hier. Dann fragen wir mal nach dem Salamanderstein. Da muss ich leider passen. Man kann es auch übertreiben mit der Plauderei, nicht wahr? Ja, da habt ihr wahrlich recht. Verlassen wir den Zwerg wieder. Und wollen ihn nicht mehr zu lange von der Arbeit abhalten. Oho, eine riesige Felswand, massivst. Und hier geht's nicht weiter. Ja, dann können wir eigentlich wieder... wo stehen wir denn momentan? Ja, also dann können wir, eigentlich auch wieder direkt weitermachen mit der Zwergenbinge und jumpen direkt mal hier hin. Um diesen schönen Anglizismus zu benutzen. Bei uns gab's ja mal... in der DSA-Runde, in der wir gespielt haben, eine Anglizismenregel, dass man die nach Möglichkeiten vermeiden müsste. Wenn dann zum Beispiel, also wir haben es dann irgendwann, es war besonders der Elf in unserer Gruppe, der übrigens Kahelan hieß, der sich der Anglizismen bedient hat und dann solche Sachen brachte wie, ich sneake mal kurz um die Ecke. Und naja, das das war dann nicht so geil. Aber irgendwann fanden wir es halt alle witzig und haben dann Englisch einfach als Elfisch genommen. Also das war dann immer so, ah, du hast gerade wieder Elfisch gesprochen. Obwohl du es gar nicht kannst. Naja. Und hier sehen wir schon zwei axtbewehrte Zwerge, die den Eingang zu Finsterkoppenbinge bewachen. Wie wäre es, wenn wir dort mal ganz kurz reinschauen? Zwei grimmige, schwer bewaffnete Wachen an dem Portal mustern euch von oben bis unten. Obwohl sie euch körperlich unterlegen scheinen, lassen sie keinen Zweifel daran, dass sie euch mit ihren Äxten ohne zu zögern aufschlitzen würden. Vielleicht auch eher den Kopf abschlagen würden. Einer tritt euch entgegen, hebt imperativ die Hand und meint, Halt! Elfen kommen hier nicht rein! Er deutet auf Kailana und schickt euch wieder weg. Oh nein! Dann warte mal kurz. Dann laufen wir mal gerade hier in so eine Seitengasse. Kailana hat da nämlich schon eine Idee. So, gehen wir mal gerade hier hin. Irgendwo hier, da. Da ist es ungestört. So, gerade wenig los. Und dann kann die Kailana mal einen Zauber wirken. Wie wäre es denn mit... Oh, die ist aber echt schlecht bei Adler. Aber wie wäre es denn mit einem Visibili? Wie viele Spielrunden? Lass uns überlegen, zwei Spielrunden müssten genügen. Ja, das ist echt ein bisschen ätzend. Ich fand's wirklich früher, diese alte DOS-Version, cooler, als es diese Sprachausgabe noch nicht gab. Naja. Okay, dann versuchen wir uns nochmal an den Wachen vorbeizuschwingen. Ja, wir haben die 11 Grad im Hotel zurückgelassen. Ihr dürft passieren, aber bedenkt, ihr betretet einen den Ingerim, Angrosch, geweihten Ort, Stätte, ja. Verhaltet euch deshalb so, wie es ihm gebührt, meint einer der Wachen und tritt beiseite. So tun wir das. Also dann haben wir erstmal schon mal Ingerim gefrevelt, was wir wieder mit einer opulenten Spende wieder wettmachen müssen. Indem wir uns hier nämlich zaubernderweise in sein Heiligtum geschlichen haben. Ich werde an der Stelle mal einen ganz kurzen Cut machen. Und mal gerade checken, ob diesmal die Aufnahme was geworden ist. Und dann ja, ich habe noch ein bisschen was an den Soundeinstellungen getüftelt. Das war jetzt eigentlich auch so alles.
Wo muss ich jetzt lang? Ich habe gerade die Orientierung ein bisschen verloren. Ah ja, okay, gut. Aha, alles klar. Ah, okay, da geht's ja gar nicht so weit nach Osten, ne? Wir gucken uns das hier mal alles ein bisschen an. Wir könnten diese Binge jetzt quasi auch schon betreten, ohne an der Stelle zu viel spoilern zu wollen. Aha, da ist noch ein Schmied. Rombolosch Eisenarm. Hallöchen. Den Zwölfen zum Gruße und Angrosch zum Gruß. Was weißt du denn über diese Zwergenbinge? Das soll es ja technische Wunderwerke geben. Ist das so? Was weißt du über den Salamanderstein? Das fragt ihr ausgerechnet mich, natürlich. Und weißt du vielleicht etwas über Sternschweif? Nee, okay, gut. Dann sind wir mal am Ende hier. Gehabt euch wohl, guter Mann. Dann schauen wir mal. Ja, wir können noch weiter nach Westen, meine ich. Also die Binge ist relativ groß. Und es gibt hier einen Angrosch bzw. eben Ingrim-Tempel, den ich gerne noch finden würde vorher, damit ich hier dann noch meinen Spielstand speichern kann. Aha, sollen wir mal gerade nach Westen gucken? Das ist eine Taverne, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Aha, und hier geht es nämlich schon in die Binge runter. Das mache ich aber noch nicht. Da laufe ich jetzt noch nicht hin. So, ich merke mir mal lieber gerade die Stelle auf der Map. Hier, okay, gut, alles klar. War ich hier schon? Ne, da sind wir ja in einem ganz neuen Gebiet. Und das ist natürlich hier ein Riesenareal, in dem wir uns bewegen. Aha, hier ist ein Krämer. Schauen wir mal, was gibt's denn hier bei euch, gute Frau? Holzkohle. Holzkohle ist immer super. Aber ansonsten alles Wichtige für uns ist Stiefel. Ist ganz praktisch. Die gehen nämlich gerne mal auf Reisen kaputt. Ein Brecheisen. Alles, was man eigentlich so als Glückssucher hier braucht. Oh, sie muss schließen. Ja, dann gute Nacht. Und ich musste mal gerade was essen. Muss mich auch gleich nochmal unterbrechen. Ja, also ich denke mal, in dem Part hier werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr. Entschuldigung, in dem Part werden wir wahrscheinlich nicht mehr in den Tempel selbst kommen. Aber wir werden auf jeden Fall... ist das ein Waffenhändler? Ah ne, nochmal eine Zwergin. Xagula, Tochter der Xebrima. Oh... Ihr müsst die große Kundschaft sein, von der alle erzählen. Eines sage ich euch gleich. Die meisten meiner Waffen sind ungeeignet für euch. Dann reden wir doch mal über die Schmiedekunst. So viel Zeit, wie es braucht, um das ordentlich zu lernen, habt ihr ja gar nicht. Ah ja, weil Zwerge werden ja so 400 Jahre alt oder sowas. Und den Elfen hat Ingra das mit Absicht vorenthalten, möchte man meinen. Weiß ihr etwas über den Salamanderstein? Komisch, wie ihr auf die Idee gekommen seid, ausgerechnet mich danach zu fragen. Okay, und die Zwergenbinge? Darüber weiß ich auch nichts. Naja, okay, gut. Dann laufen wir gerade hier weg. Sie scheint ja auch eher von der reparierenden und weniger der verkaufenden Sorte zu sein. Ist echt praktisch, dass man hier auf der Karte reisen kann. Zum Beispiel hier an solche Orte, wo es dann gar nicht weitergeht. Aber ich habe ja auch nicht geguckt, ne?
ich laufe da jetzt bestimmt schon wieder in... Nee, doch nicht. Ich dachte schon, das kam mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Schau mal gerade noch nach, was es hier gibt. Okay. Da unten haben wir alles gesehen. Wo ist denn dann der Tempel? Wahrscheinlich ist er genau hier und ich bin einfach die ganze Zeit an der falschen Stelle lang gelaufen. Aber es ist auch Ewigkeiten her, seit ich dieses Spiel hier das letzte Mal gespielt habe. Aha, da ist er doch. Okay, im Ingrim-Tempel in den Finsterkoppen spenden wir. Wie viele Silberstücke möchtet ihr spenden? Wie wäre es mit 6 Dukaten, einen für jeden? Oha. What the fuck? Alter, das ist doch ein Easter Egg, oder? Ingrim verbessert den Zustand eurer Waffen. Ah, geil. Geil. Okay, ich speichere mal, Leute. Ja. Und ich nenne es jetzt hier 07. Upsala, nicht Inge, sondern Binge 1, weil wir gleich in die Binge gehen und da werden wir mehr als ein Part bleiben. Also Leute, macht's gut bis dahin, wir sehen uns im nächsten Part wieder, die 12 mit euch.